Guten Morgen, wieder mal am A8. Heute Thema Auspuff. Wir haben uns da was zugelegt. Passen die Dinger gleich mal runter. Und dann kriegt ihr nochmal alle drei Versionen, original, ohne Auspuff natürlich und mit diesen dann. Bis gleich. Soundcheck 1, Originalauspuff. Dann hören wir mal, was er so kann. Wie ihr hört, hört ihr nichts, also nicht viel. Dann müssen wir auf jeden Fall was dran machen. Und das werden wir jetzt auch. Soundcheck 2 ohne Auspuff. So natürlich sehr nice, aber könnte Probleme in der nächsten Kontrolle geben. Läuft schon. Gut. Ja, schon ist es passiert. Die Originalen sind draußen. Da haben wir hier abgeschnitten mit dem Fuchsschwanz. Bisschen tricky ist das mit dem Gummi hier. Macht mal ein bisschen WD-40 drauf und dann könnt ihr so rauswackeln, Rauzhängelchen drüber drücken, kriegt ihr dann aber schon hin. Wir haben es nochmal hier so abgeschnitten, dass man zumindest einen Rohrverbinder wieder drauf machen kann, um es dann wieder original zu machen. Ja, den einen, also einen haben wir schon mal ausprobiert. Passt testweise zumindest alles relativ gut. Das kriegen wir jetzt mal da rein und dann schauen wir mal. Jo, die neuen sind runter. Passgenauigkeit relativ gut, kann man nicht meckern. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß auch, was für Töpfe das sind. Wir werden jetzt hier aber keine Werbung machen. Und jetzt hören wir uns die Sache mal an. Ja, dezent nenne ich es mal. Mir jetzt zumindest fast zu leise. Das muss man nochmal unter Last hören, da wird sich die Sache auch wieder ganz anders anhören. Aber Preis-Leistung top und ich nehme an, wir haben hier wieder so einen Fall von TÜV wird es bestehen, aber wahrscheinlich Gutachten wieder viel zu teuer für so eine Sache. Ja, wir werden die Sache natürlich wieder rückrüsten und nicht illegal auf deutschen Straßen rumfahren, ist ja klar. Haben wir nur für Messezwecke natürlich für uns. Ihr findet uns ja bei der Essen Motor Show Halle 3, Stand 23, glaube ich, war es. Nee, direkt 3, neben Abt. Halle 3B. Ah, okay, direkt neben Abt. Auch noch, was wir gerade erwähnt haben, die sind etwas größer, finde ich, sieht auch stimmiger aus als die Original. Ja, ich bin eigentlich zufrieden, muss es nochmal erwähnen, aber mir trotzdem ein Ticken zu leise. Vielleicht ändert sich ja noch was, wenn die mal eingefahren sind oder eingebrannt sind, wie auch immer. Schauen wir mal. Macht's gut, ciao. Tschüss.